But let me say, I've never seen a more distinguished and better looking group. Freundliches Geplänkel vor der Anhörung für das Amt des US-Außenministers. Doch seine anschließende Befragung durch den Auswärtigen Ausschuss des US-Senats nutzte Senator John Kerry für klare Worte. Er forderte den Kongress auf, endlich die Wirtschaftsprobleme des Landes in den Griff zu bekommen. Außenpolitik sei mehr als je zuvor auch Wirtschaftspolitik. US-Präsident Barack Obama hatte Kerry vergangenen Monat als Außenminister nominiert. Er soll Hillary Clinton ersetzen, die für eine weitere Amtszeit nicht zur Verfügung steht. Die Zustimmung des Senatsausschusses für Kerry gilt als sicher. Er plädiere für eine Zusammenarbeit über die Parteigrenzen hinweg und für eine Lösung der heimischen Wirtschaftsprobleme, betonte Kerry. Denn Amerikas Stärke und seine Chancen im Ausland hingen von seiner Stärke und den Resultaten daheim ab. Kerry sprach sich zudem für eine Wiederaufnahme der Friedensgespräche zwischen Israelis und Palästinensern aus. Hinsichtlich des iranischen Atomprogramms strebt er, wie Präsident Obama, eine diplomatische Lösung des Konflikts an. Obama und Kerry müssen sich in den nächsten 4 Jahren entscheiden, ob der Iran angegriffen wird oder nicht, so Michael O'Hanlon. Ein Iran ohne Nuklearwaffen ist in den nächsten 4 Jahren kaum vorstellbar. Also muss in dieser Zeit die Entscheidung fallen. Ohne Zweifel wird John Kerry nächster US-Außenminister, so der Euronews-Reporter. Er übernimmt das Amt in einer Zeit, in der viele Menschen auf der Welt auf Amerika und dessen Führerschaft schauen. Kerry hat klargemacht, er ist bereit für den Job. Stefan Grobe, Euronews, Washington.